ich habe was Kleines anzukündigen. Wenn ihr das seht, bin ich wahrscheinlich gerade irgendwo in Portugal unterwegs oder liege da am Strand. Aber wenn ich wieder da bin, soll hier in Hamburg was Kleines stattfinden. Und zwar ein veganes Picknick. Ich war schon so lange nicht mehr auf einen, aber ich finde es immer mega cool, da so viele gleichgesinnte Leute kennenzulernen und dann zusammen veganes Essen zu essen und sich so ein bisschen auszutauschen. Das Ganze soll am 18. August hier in Hamburg stattfinden, und zwar auf dieser Wiese am Dammtor Bahnhof, da direkt hinter der Shell-Tankstelle, wo auch diese Turmbar ist, dieses Backsteingebäude. Das finde ich ganz gut zentral und auch bestimmt für jeden ganz gut zu erreichen. Ja, bringt gerne was Veganes zum Snacken und zum Teilen mit, also egal ob süß oder herzhaft. Vielleicht habt ihr da irgendwie ein Lieblingsrezept, so zum Beispiel Muffins kann man da ganz gut mitnehmen oder irgendwie Rohkost oder Obstspieße, also was euch da einfällt und auf was ihr Lust habt. Ich freue mich auf jeden Fall, euch kennenzulernen. Eine meiner besten Freundinnen jetzt habe ich auch damals auf so einem veganen Picknick kennengelernt, vor ein paar Jahren. Und zwar die liebe Kira, mit der ich jetzt zusammen veranstalte. Die besucht mich nämlich über das Wochenende hier in Hamburg. Den ganzen Social Media Stuff tue ich mal unten in die Infobox für euch rein. Ja, vergesst auf jeden Fall auch nicht eine Decke zum drauf sitzen, und dann hoffe ich mal, dass wir auch gutes Wetter haben. Also sowas ganz Entspanntes werden. Wir sind dann so gegen 14 Uhr da, aber ihr könnt natürlich kommen, wie es euch passt und wann ihr Lust habt. Ich tue euch nochmal alle Infos gebündelt und auch die Facebook-Veranstaltung, die ich erstellt habe, unten in die Infobox rein. Und ja, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie Zeit und Lust habt zu kommen und ob ihr überhaupt aus Hamburg seid oder auch aus der Umgebung. Ja, ich freue mich jetzt schon und dann hoffentlich bis zum 18. August oder sonst in einem anderen Video von mir. Bye!